Das Laplace-Experiment, das ist Anzahl der günstigen Ereignisse, günstig durch die Anzahl aller möglichen Ereignisse. Also ein Beispiel ist der Würfel. Ich habe hier irgendwas. Ich möchte zum Beispiel größer 4 haben, also entweder eine 5 oder eine 6. Das heißt, die Anzahl der günstigen Ereignisse ist 2, die Anzahl aller möglichen Ereignisse ist 6. Dann habe ich 2 Sechstel, ist ein Drittel. Und das gilt nur, wenn der Würfel, also wenn alles gleich wahrscheinlich ist. Wenn es kein gezinkter Würfel ist. Wenn es egal ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles, ja, ein komischer Spielwürfel, wie es die auch gibt für andere Spiele. Dreieckig oder so, da gilt es nicht. So, jetzt habe ich hier ein Glücksrad mit 8 Sektoren. Das Rad zeigt zuerst eine ungerade Zahl und dann rot, also ungerade Zahl. 3, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 4 Achtel. Ja, 4 Achtel. Rot, also was haben wir hier? Rot, ja, jetzt sind wir mit Rot, jetzt mit Orange machen, das ist ja natürlich doof. Rot und Rot, ja, 2 Achtel. Gut. Und ist mal in der Stochastik. Es muss beides passieren. Und jetzt brauchen wir das Gegenereignis. Und das kriege ich mit 1 minus. Also ist 1 minus 2 mal 4 ist ja, also 4 mal 2, 8 mal 8. 2 mal 4 ist 8. Und dann kürzt sich das alles weg. So, das kürzt sich weg. Oben bleibt ein Achter. Also 1 minus 1 Achtel ist 7 Achtel, also nochmal langsam. Ein Achtel war die Wahrscheinlichkeit, dass ich zuerst eine ungerade Zahl und dann rot habe. Das Gegenereignis ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Wenn ich zu ein Achtel dieses Ereignis habe, passiert zu 7 Achtel das Ereignis nicht. Ja, mit dem Ereignis gewinne ich, dann gewinne ich zu 7 Achtel nicht, mit ein Achtel gewinne ich. Und hier wird eben bei und wird üblicherweise multipliziert. Es wird dann kleiner. Ja, 4 Achtel mal 2 Achtel, kleinere Wahrscheinlichkeit. Und ja, das war's schon.